Ekelhaft. Bitte campt nicht. Bitte, tut mir den Gefallen. Ja, danke schön. Wirklich nice. Danke. Wieder am Campen. Guckt euch das mal an. Ich schwör's dir, das ist so ekelhaft, ne? Das ist so ekelhaft. Hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Call of Duty auf Crown Raceway Herrschaft, Freunde. Ich teste mit euch die Map. Ich gehe das wieder mit euch durch, wie in den letzten Episoden, weil ich das halt mega geil fand. Ehrlich gesagt. Und ja, ich bin gespannt. Ich spiele diese Map jetzt gerade zum allerersten Mal. Ja, tatsächlich das erste Mal. Deswegen lädt die Map jetzt gerade auch so ein bisschen. Deswegen lädt die Map. Digga, dein Ernst? Jo, nice, sicher. Nice. Guter Start auf jeden Fall. Falls ihr Lex haben solltet oder so, wie gesagt, das ist gleich wieder weg. Nicht wundern. Eigentlich so gut wie gerade gleich weg. Also, aber halt wirklich nur deswegen, irgendwie, weil die Map neu lädt. Aufgrund der Shader und so. Aber sonst, ja. Generell, ich glaube, dass das Game noch nicht so gut. Jo, sicher. Von überall irgendwelche Gegner. Und ich glaube, M4 lässt sich bei dieser Map, glaube ich, nicht so gut spielen. Das ist meine Sichtweise jetzt gerade. Ich weiß nicht. Vielleicht liege ich falsch. Ich habe das Gefühl, dass es der Fall ist. Oh, die Map ist geil irgendwie. Formel 1 mäßig ist schon geil. Oha. Okay, jetzt kassiere ich aber übel, Alter. Jetzt kassiere ich richtig übel. Ich muss aufpassen, wirklich. Krass. Ja, und noch eine andere Sache. Falls ihr natürlich keiner nicht abonniert habt, dann lasst mal gerne ein Abo und ein Like da. Und noch eine ganz andere Sache auch noch zusätzlich. Falls ihr Tipps habt und so, ne? Wie ihr vor allem euren... Wie ihr diesen COD-Teil spielt, dann sehr, sehr gerne in die Kommentare. Also, würde mich mal echt interessieren. Jo, nice, ey. Ey, wirklich, ich hätte wirklich nicht so spielen dürfen. Und ich glaube wirklich, also eine Waffe mit hoher Feuerrate ist, glaube ich, ganz gut bei der Map. Ehrlich. Ohne zu lügen jetzt. Da. Habt ihr den Laserpointer gesehen? Da. Bitteschön. Wo ist der? Hier war safe gerade einer. Wechsle das Magazin. Nix da. Guck mal, der wollte mich treffen, aber hat er nicht. Bestimmt killt er mich jetzt. Shit. Boah, diese Map, ne? Oh, jo, diese Map ist echt geil. Hier ist noch einer. Verstanden. Drohne kreist über einen... Der Feind hat Charlie eingenommen. Ey, dein Ernst? Ich schwör's dir, er kommt von hinten. Du darfst nicht warten, ehrlich. Du musst mega aktiv sein in dem Spiel. Das habe ich voll gemerkt. Ihr missbraucht... Ey, ohne Scheiß. Ich weiß sowieso, dass die einen oder anderen besser sind als ich in COD. Darum geht's aber auch hier gar nicht. Ich will mich gar nicht vergleichen mit anderen. Aber wenn man wirklich grundsätzlich besser sein möchte im Spiel, dann darf man halt nicht auf einer... Der Feind sichert Bravo. Auf einer Stelle stehen bleiben, generell. Vor allem, was ich auch gemerkt habe, ist... Was ich halt auch gemerkt habe im Spiel, ist halt grundsätzlich auch... Also, das ist das, was ich jetzt erkannt habe. Guck mal, was für ein ekelhafter Hund. Ich schwör's dir, in der Ecke. Was für ein ekelhafter Hund. Sorry für die Kraftwörter hier, aber ist doch so, ganz ehrlich. Er wartet da und will mich nur killen. Ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Ich mach das eigentlich so gut wie nie. Ich bleib nicht hier so stehen und guck dann, wer geht jetzt hier vorbei. Ich mach das grundsätzlich mach ich das so gut wie nie eigentlich. Ich kenne mich gar nicht so. Aber hier, seht ihr? Das ist so ein Paradebeispiel. Er wartet da. Guck, genau darüber habe ich vorhin gesprochen. Er macht genau das, was ich verurteile, ehrlich. Ich hasse sowas. Das ist richtig mies. Und egal wie viel Skill ihr habt, solche Leute holen euch dann irgendwie automatisch. Ist einfach so. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich hier bei der Map übelst kritisiere, ehrlich gesagt. Ja, ekelhaft, ganz ehrlich. Ekelhaft. Ekelhaft. Da sind richtig viele Camper, safe, 100%. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wir
So, den einen habe ich mir auf jeden Fall geholt. Ist mir auch egal, ob so, ich habe ihn geholt da hinten. Ekelhaft, ehrlich, ekelhaft. Der Typ wartet da und schießt mit Sniper. Ekelhaft, ehrlich. Und das ist kein Wunder, dass die dann irgendwie da übelst campen und so. Wundert mich echt nicht. Guck mal hier, ekelhaft. Guckt euch den mal an. Oh, Digga, das ist so, boah, richtig peinlich, ehrlich. Ich bin gerade voll, das provoziert mich echt. Ohne Scheiß. Ich glaube, Dr. Disrespect. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, Dr. Disrespect war das. Ich glaube, Dr. Disrespect war das. Der hat ja das Game deinstalliert während des Streams irgendwie. Weil er halt übelst die Nase voll... Ja, guck mal. Ekelhaft, ja. Ich schwör's dir, ekelhaft. Also diese Map finde ich deutlich schlechter als einige andere Maps in dem Spiel. Was das angeht, auf jeden Fall. Weil das ist ekelhaft. Ekelhaft. Guck mal da hinten. Er campt da wieder rum. Und guck hinten rum, Junge. Guckt hinten rum. Hier hinten sind wieder welche. Safe. Da. Ekelhaft. Was ist mit ihm? Er wollte einfach von hinten uns nehmen. Ist hier auch noch einer? Nein, hier ist keiner. Okay, gut. Guck mal hier. Übelst ekelhaft. Guck mal hier. Ich könnte jetzt theoretisch hier immer so campen. Theoretisch. Aber ich mach's nicht. Ich da keinen Bock habe auf den Quatsch. Hier genauso. Guck mal, ekelhaft, ja. Wirklich. Ach, shit. Da sind zwei Leute direkt mir entgegengekommen. Warte, wisst ihr sowas zum Beispiel? Nee. Hört auf, so zu spielen, ganz ehrlich. Es ist... Ich finde, das macht, kann euch eigentlich nur unbeliebt machen. Kann euch eigentlich nur unbeliebt machen. Sag euch das ehrlich, wie es ist. Der Feind erobert Alpha. Wir kontrollieren Charlie. Achtung, Drohne verlässt das Einsatzgebiet. Wir haben Alpha verloren. Werfe eine Granate! Zielobjekt Bravo wird gesichert. Bravo gesichert. Werfe Blendgranate! Hä, wo ist der? Wir verlieren Bravo. Wo ist der Typ? Sag mir nicht, der campt jetzt hier irgendwo. Der ist nicht tot, oder? Boah, ich hoffe nicht. Der Feind erobert Bravo. Jo. Shit. Deckung eingesetzt. Hier ist ja einer. Jo. Ey, ich will mal... Ah ne, scheiß drauf. Ich wollte eigentlich eine neue Waffe nehmen, aber egal. Geile Waffe, ja. Junge, drei Leute hintereinander. Ey, ist das euer Ernst? Irgendwann habe ich es mehr drauf, bin ich mir ganz sicher. Irgendwann ist das so ein bisschen drin, wie man spielen muss, so, wisst ihr? Wegrennen, hinrennen, so ein bisschen halt, die so ein bisschen kitzeln, wisst ihr, wie ich das meine? Ich glaube, das haut so hin, also sprich, killen, kurz weglaufen, killen. Weil ich glaube, so hintereinander ist das schwer, glaube ich. Man muss immer irgendwelche Wände und so nutzen, damit man die überhaupt killen kann, glaube ich. Also so würde ich das jetzt sagen. Junge, ekelhaft. Guck mal, als ob der nur auf mich... Guck mal, er wollte nur mich treffen, weil ich nur gerade draußen war. Ekelhaft. Bitte campt nicht. Bitte, tut mir den Gefallen. Bitte campt nicht. Ihr tut mir einen ganz großen Gefallen damit. Junge, bist du ekelhaft. Guck mal, er kommt da und schießt mich direkt ab. Ey, wirklich, ich bin einfach... Es macht schon dezent aggressiv gerade. Ich bin euch ehrlich. Guck mal, seht ihr den da oben? Scheitern ist keine Option. Bravo wird gesichert. Wir kontrollieren Bravo. Junge! Du ekelhafter! Blendgranate geworfen! Halt sie durch! Wir sind so viele...
Verbündete und trotzdem kassieren wir. Ja, danke schön. Wirklich nice. Danke. Wieder am Campen. Guckt euch das mal an! Ich schwör's dir, das ist so ekelhaft, ne? Das ist so ekelhaft. Das ist so herbe ekelhaft, ne? Das ist so ekelhaft, ne? Ich bin gerade übel, ne? Ich schwör's, ich bin... Es ist so... Geduldsprobe. Dieses Game gibt euch echt eine krasse Geduldsprobe, ehrlich. Geduldsprobe. Ekelhaft, ja, wirklich ekelhaft. Ekelhaft. Okay. Ihr wollt, dass ich auch so spiele, ne? Okay, alles klar. Wir haben die Führung verloren. Hier ist einer. Ihr wollt auch so, dass ich so spiele, okay. Ihr wollt auch, dass ich so spiele. Werden wir sehen. Wir verlieren Alpha. Wir erobern Bravo. Der Feind hat alle Zielobjekte eingenommen. Holt sich Zielobjekt Bravo gesichert. So, hinter uns kommen welche. Wir werden schwer getroffen. Wechsle Magazin. Ihr wollt ja, dass... Ihr wollt ja, dass wir so spielen, ne? Direkte Beschuss. Lade nach. Mhm. Auch noch von der anderen Seite, Digga. Das ist einfach so ekelhaft. Die kommen von jeder Ecke, ey. Das ist so dermaßen ekelhaft. Ich schwör's das. Ey, guck mal, ich war der Erste. Das ist so schwach eigentlich. Das ist so dermaßen schwach, wenn ich ehrlich sein soll. Also, guck mal. Es ist halt so eine Sache, ne? Ich finde, bei so einem Game darf grundsätzlich... Müssen die Maps so gemacht werden, und das hat, haben die einfach immer noch nicht gerafft, glaube ich, von COD. Das ist Camping, 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 Camping. Diese Map ist so dafür geschaffen, nur zu campen. Deswegen kritisiere ich diese Map schon krass. Also ich finde die Map ehrlich gesagt nicht so... Also finde ich, okay, ist nicht die beste Map, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ist akzeptabel so, wisst ihr, wie ich meine? Es ist akzeptabel, sage ich ehrlich. Kann man spielen und so, aber... Ist mir zu Camper-mäßig. Ohne Witz. Da haben wir, bei der Map haben die echt überhaupt nicht davon gelernt. Und das ist so, ja, meine Wertung dazu. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung als ich. Würde mich aber echt mal interessieren. Ich würde sagen, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Und ciao, ciao, ciao.